Ich bin Online-Lauftrainer und schreibe euch gerne Trainingspläne und betreue euch. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, sich einen Plan selber zu schreiben. Wer das mal probieren möchte, dem möchte ich in dem Video mal ein paar Anhaltspunkte geben, welche Grundstruktur so ein Plan meiner Meinung nach beinhalten sollte, dass man ihn möglichst erfolgreich absolviert. Das ist, glaube ich, das beste Wort dafür. Los geht's! Wenn ich von einem Marathon-Trainingsplan rede, rede ich in meinem Fall in diesem Video von 12 Wochen Vorbereitung. Letzter Tag, Tag des Marathons. Es gibt Trainingspläne, die haben 16 Wochen teilweise oder noch länger, eine noch längere Vorbereitungszeit. Bei mir haben 12 Wochen immer gereicht. Es gibt sogar Pläne, die sind nur 8 Wochen. Wobei das meiner Meinung nach eher an Läufer, Läuferinnen gerichtet ist, die schon gut im Saft stehen, die gut Umfänge in den Beinen haben oder viele Laufjahre in den Beinen haben. Also 12 Wochen, wie baut man das so auf? Ich sag's mir die ganze Zeit vor. Makro, Meso, Mikro. Es gibt verschiedene Zyklen, die ich jetzt gerade hier mal einblende. Ist ein bisschen Theorie, aber ist halt wichtig, denn jeder Zyklus ist halt ein anderer Zeitraum, ganz anders aufgeteilt. Der Makrozyklus ganz einfach beschreibt dabei die 12 Wochen Training. Der Mesozyklus, das sind 4 Wochen. Wir unterteilen also die 12 ja, in 3 Pakete, 4 Wochen. Das ist der Mesozyklus und der Mikrozyklus ist 1 Woche innerhalb dieses Trainingsplans. Dabei, so habe ich immer gemacht, muss man halt auf B- und Entlastung ein bisschen achten. Das hat auch was mit der Superkompensation zu tun, dass man dem Körper immer Reize gibt, denn nur dann wird er besser oder sich entwickeln, ihm aber dann auch eine kleine Auszeit gibt, um sich an den Reiz zu gewöhnen. Und das funktioniert mit 3 Wochen Reiz, 1 Woche, naja, lockerer, also Zeit, den Reiz zu verarbeiten. Ja, und das Ganze sind eben 3 große Pakete, 4 Wochen. Müsst ihr euch so vorstellen, 3 Wochen Belastung, 1 Woche Entlastung, dann folgen wieder 3 Wochen Belastung, 1 Woche Entlastung. Und dabei ist schon wichtig, langsam die Umfänge aufbauen, je Belastungsblock von 3 Wochen. Und in den Entlastungswochen, also klar, die erste Entlastungswoche wird die mit dem geringsten Umfang sein und dann die zweite Entlastungswoche, die hat ein bisschen mehr, aber klar, weil der Reiz davor in Woche 5, 6, 7, genau, dementsprechend natürlich höher war, weil das Ganze zielt ja dann auf Tag X, auf den letzten Tag von 12 Wochen ab, auf den Marathontag. Und dann sind wir auch schon vom Mesozyklus, das ist sind die 4 Wochen, die natürlich Trainingseinheiten beinhalten, kommen wir zum Mikrozyklus auf 1 Woche. Und da plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber das ist ja auch keine Überraschung. Es gibt einen langen Lauf in der Marathonvorbereitung. Der erhöht sich halt immer von den Kilometern. Und den längsten, den ich immer so reinbaue, der ist dann 35 Kilometer lang. Da müsst ihr einfach schauen. Es gibt unterschiedliche Philosophien. Ich bin eher ein Freund davon, einen längeren Lauf mehr zu machen. Der ist natürlich dann vom Tempo sehr entspannt. 45 Sekunden bis eine Minute langsamer von dem, was ihr später laufen wollt, im Marathon-Tempo. Und eine Intervalleinheit haben wir und viele andere Einheiten. Eine bunte Mischung ist einfach wichtig, um da die Woche genug Abwechslung und Regeneration für den Körper reinzubringen. Anzahl der Trainingstage ist dabei abhängig vom individuellen Leistungsvermögen. Das heißt, eine Person, die 4 Stunden 30 läuft, der würde eventuell schon reichen, 3 Mal die Woche zu trainieren, obwohl das echt das Minimum ist. Und eine Person, die 2 Stunden 30 läuft auf dem Marathon, die wird wahrscheinlich froh sein, wenn sie mal einen Tag ohne Laufen hat in der Woche. Also das gestaltet sich ganz unterschiedlich und dementsprechend natürlich auch die Einheiten, Kilometerumfänge und so weiter und so fort. Was in der Woche einfach noch wichtig ist,
Die meisten Leute laufen halt 3 bis 5 Mal die Woche. Macht bitte nach einem Long Run den Tag danach keine Intervalleinheit oder umgekehrt. Das könnte euch einfach in eine Verletzung reintreiben, weil die Belastung am Vortag halt schon hoch war, ob es jetzt Intervalle waren oder ein Long Run. Ich würde nach Intervallen eine Pause machen, nach einem Long Run auf jeden Fall. Also das ist halt für die meisten, das ist jetzt meine Erfahrung als Lauftrainer, so funktioniert das sehr gut. Dann kann man das schön verarbeiten an einem Tag, wo man mal nichts macht, und dann geht es am nächsten Tag gestärkt in die nächste Einheit rein. So, das war's. Grober Überblick. Es gibt verschiedene Zyklen, die man schon einhalten sollte. Dabei die Periodisierung, 3 Wochen Belastung, 1 Woche Entlastung, heißt die Reize zu verarbeiten, einen neuen Reiz setzen, der dann härter ist als die 3 Wochen vorher, dass man auch dann irgendwann das Ziel erreicht. Es hört sich erstmal einfach an, glaube ich, aber nicht umsonst gibt es Lauftrainer so wie mich, an die ihr euch wenden könnt, denn Lauftraining ist viel mehr als nur eine Excel-Tabelle schreiben, euch die geben und tschüss. Es ist eine individuelle Betreuung. Manche hat Nachtschicht, Tagschicht, Spätschicht, Familienverhältnisse, das muss alles passen. Wenn ihr bei mir ein Lauftraining macht, kriegt ihr, ich glaube, 6-seitigen Fragebogen, um euch einfach ein bisschen kennenzulernen und auf eure Situation drauf einzugehen. Denn vieles ist machbar. Ich bin aber auch ehrlich, manches ist einfach dann, steht nicht im Verhältnis zu dem, was die Person sich wünscht. Das sage ich dann auch ganz klar, denn ich möchte nicht, dass der oder diejenige ja einfach unzufrieden ist, sich verletzt, denn Spaß am Laufen steht halt im Vorderpunkt. Also wenn ihr Bock habt, klickt auf die Seite, dann quatschen wir mal miteinander, ihr füllt den Fragebogen aus und dann bin ich mir ganz sicher, kommen wir zusammen. Ja, das soll ein Grundgerüst sein für die, die es selber probieren möchten, auf eigene Gefahr natürlich. Danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, bis dann, euer Tonschweizer. Tschüss.